Heute besprechen wir, wie du in Doppelstunden dauerhaft aktiv bleibst und so nie wieder müde oder gelangweilt bist. Das Thema sollte klar sein, dazu habe ich gar nicht mehr zu sagen, deswegen lass uns direkt in die Tipps reingehen. Als allererstes, liebe sie, statt sie zu hassen. Das ist das allerwichtigste, das ist der allerentscheidendste Punkt. Du musst deine Einstellung bezüglich Doppelstunden ändern, weil ich weiß es ganz genau, man denkt Doppelstunde Deutsch. Doppelstunde Englisch. Doppelstunde Mathe. Nee, ich bin krank. Und das Allerwichtigste ist einfach, dass du diese Einstellung änderst. Weil es ist so automatisiert, man bekommt es von jedem so herangetragen. Wir haben allgemein in unserer Gesellschaft so ein großes Problem damit, eine Sache über einen längeren Zeitraum zu machen. Weil wir wollen immer, und das ist meiner Meinung nach, ich bin großer Fan von Social Media, aber da ist definitiv das Handy mit dran schuld, dass wir immer neue Sachen bekommen. Mama, Mama, du kannst ein neues Video durchklicken, zack, 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 zack. Das merkst du ja vielleicht auch bei den Videos jetzt hier. So, du merkst, okay, das ist voll wertvoll irgendwie für, dass ich besser in der Schule bin. Ich so, aber ich könnte ja auch irgendwas Entertainment-mäßiges anschauen. Und da ist dann eben die Challenge, da dann dran zu bleiben. Und deswegen, da das schon zu merken, und es ist halt genauso das Gleiche wie mit den Doppelstunden. Du bist die ganze Zeit, denkst du dir so, ja, okay, irgendwie ist es halt lame. Es ist halt lame. Und diesen Switch zu machen, was für mich auch so ein Teil vom Abiturathleten-Mindset ist, dafür dienen jetzt die restlichen 4 Tipps in diesem Video. Zweitens, freue dich auf die intensive Auseinandersetzung. Das ist einfach genau der Punkt, den alle anderen, den ich im ersten Tipp schon gesagt habe, einfach nicht schaffen. Dieses, oh cool, ich kann mich jetzt mehr damit auseinandersetzen. Alle wollen nur mehr, schneller, bam, 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 neu, 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 neu. Aber so läuft es im Leben nicht. Und wenn du da es einfach schaffst, anstatt immer zu sagen, oh fuck, ich will was Neues und so weiter, einfach mal sagen, geil, Mann, wir haben jetzt einfach 90 Minuten und wir uns nur mit dieser einen Thematik, ja, beschäftigen. Und das auch einfach zu feiern, dass man da mal tiefer reingehen kann, dass man da mal was Ausführlicheres macht. Das ist doch irgendwie geil. Und dann ist es vor allem, das ist natürlich vor allem einfach in Fächern, für die du dich ohnehin interessierst, weil du denkst, geil, das haben wir angenommen, du liebst Englisch, weil du später mal in Amerika studieren willst und so weiter. Das ist ja geil. Englisch, Hammer. Das heißt, in Fächern, die dich eh schon interessieren, würde ich das noch stärker fühlen, dass du einfach dann noch motivierter bist. Wenn du sagst, ey, die eine Doppelstunde Deutsch, ich könnte kotzen, dann schaut unbedingt das Video hier links oben, nee, für euch ist es rechts oben, noch an, ist auch wieder ein i, was ihr euch nach dem Video direkt anschauen könnt. Da haben wir ja schon ein Video gedreht, wie du dich eben für Fächer motivierst, die dich nicht interessieren. Aber versuch einfach allgemein, auch wenn es für so ein Fach ist, versuch einfach zu sagen, hey, vielleicht vor allem, wenn du da nicht gut bist, dann sag doch einfach, mega, jetzt habe ich einfach mal mehr Zeit, wo ich mich verbessern kann. Der Stoff wird intensiver besprochen. Da kannst du einfach nochmal richtig viel aufholen. Du kannst vielleicht mehr Fragen stellen und so weiter. Deswegen versuch diese Zeit auch wirklich zu schätzen. Jetzt ein ganz, ganz wichtiger Hack. Und zwar drittens, vereinbart unbedingt eine Pause mit dem Lehrer. Das ist so entscheidend. Es ist ja in vielen Fällen schon gang und gäbe, aber ich hatte auch Lehrer, die gesagt haben, nee, machen wir nicht. Oder es hat einfach nie jemand gesagt, dann hat man es nie gemacht, weil der Lehrer seinen Stoff durchziehen wollte. Und da würde ich euch wirklich empfehlen, rauft euch auch so als Klasse zusammen, um dem Lehrer zu sagen, ey, wir brauchen das. Weil wenn du wirklich 90 Minuten am Stück mit irgendwas denken sollst, dann immer die gleiche Sache oder immer weiter, das kann echt heavy sein. Das kann echt heavy sein. Wenn du es aber schaffst, dass der Lehrer sagt, ey, okay, wir machen immer beim Gongwechsel eine Pause, das ist mega cool. Weil erstens ist es so viel leichter, wirklich aktiv zu bleiben, fresh zu bleiben, man kann vielleicht mal ein bisschen durchatmen. Zweitens wirst du dich einfach auch schon auf die Pause freuen. Das heißt, in der ersten Hälfte der Doppelstunde, also in der ersten Stunde, denkst du dir so, ah ja cool, wir haben ja eh dann auch bald Pause. Und danach denkst du, ah ja, wir hatten ja gerade noch Pause. Du bist irgendwie immer frischer, sonst wenn du halt durchziehst 90 Minuten, bist halt noch 60 Minuten so, Alter, wann sind wir hier endlich raus? Und das halt auch dem Lehrer sagen, nicht, dass man sich nicht mehr interessieren würde dann nach 60 Minuten, aber dass man es halt selbst einfach nicht mehr packt. Weil dann sind die Doppelstunden eigentlich das, was Doppelstunden eigentlich kacke macht, und zwar, dass du so viel länger Schule am Stück hast oder so viel länger dich in einem Unterricht befindest, wird auf einmal ihr Vorteil, weil wenn du da eine 5 Minuten Pause machst, ist die tausendmal wertvoller als dieser normale Stundenwechsel, weil du bist ja nur mit Sachen raus, Kram beschäftigt und dann schnell irgendwie fuck, was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Mathe? Chemie? Oh, Chemie. Wollen wir Chemie? Chemie soll 2? Oh shit, dann rennst du die Treppenrunde und versuchst da reinzukommen. Und das ist halt voll stressig, aber so eine Doppelstunde, du hast ja eh in dem Raum deinen Unterricht. Und wenn du dann 5 Minuten Zeit hast, das ist halt wirklich mal eine Pause und dann kann man sich deswegen fast noch mehr auf die Doppelstunden freuen. Der Tipp ist jetzt richtig geil, und zwar viertens, baut euch eine Performance Base. Was meine ich damit? Ihr sollt wirklich einfach euren Platz in so eine
Bestleistungsstation verwandeln und euch wirklich auch so fühlen. Weil ich meine, klar, wenn du mal so eine Stunde zwischendrin ist halt so, okay, du kommst rein, hast vielleicht deine Sachen nicht ganz ready, hatte ich beispielsweise öfter nicht. Und dann so, ja, okay, in 30 Minuten ist eh over und so weiter. Aber in so einer Doppelstunde ist einfach mega, mega wichtig, dass du von Anfang an deine Sachen parat hast und dann einfach durchstarten kannst. Und sehen es wirklich so, okay, jetzt beschäftigen wir uns richtig intensiv mit Englisch. Ja, Englisch hat man meiner Meinung nach oft Doppelstunden. So, bam, Englisch. Dann sagst du, okay, zack, und die Sachen habe ich gestartet. Bam, 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 bam. Das heißt, da drei ganz wichtige Sachen, auf die du achten sollst. Erstens, deinen Sitzplatz, also wo sitzt du? Da habe ich ja auch schon ein Video, es wurde ja auch schon in der Mitarbeiter-Van, das heißt, das Video packen wir euch noch ins i. Und auch bezüglich deines Banknachbars, ich habe auch schon ein Video gemacht, warum dein Banknachbar deine Note ausmacht, könnt ihr auch nach diesem Video direkt im i abchecken und die Videos durchschauen, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Und als dritter Punkt, was dann das ganz Entscheidende ist, einfach, ja, du musst deine Batterie am Start haben, so was du brauchst, hab die da und frag die ganze Zeit, hast du noch einen Chips und so weiter, hab die Sachen da. Genauso auch hier, unsere geliebte Flasche. Wasser, Leute. Wasser, 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 Wasser. Ihr müsst euer Gehirn damit versorgen. Ich persönlich, für mich ist es immer so, wenn ich einen Schluck Wasser trinke, in meinem Kopf ist sofort, okay, jetzt bin ich wieder fresh. Als würde es die ganze Zeit mein Kopf so resetten, nicht im Sinne von, ich habe alles vergessen, sondern einfach von der Beanspruchung des Gehirns einfach so, okay, wieder fresh, wieder fresh. Und das ist halt mega nice. Und dann hat man auch Bock, ja. Das ist so, geil, Mann, ich power jetzt einfach 90 Minuten in diesem Unterricht richtig, richtig krass durch. Abschließend noch der fünfte entscheidende Hack, und zwar manage deine Energie. Das ist so, 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 so wichtig. Was meine ich damit? Wenn du in dieser Doppelstunde, sagen wir, da ist dann irgendwann mittendrin, ist so eine 20-Minuten-Aufgabe, wo man in der Gruppe ein bisschen was zusammen machen muss und dann muss es eh bloß die Hälfte vorstellen und so, du kommst eh nicht dran, dann nimm dich doch da ein bisschen mehr raus. Allgemein solltest du in Gruppenarbeiten immer gut mit am Start sein, aber auch wenn es beispielsweise nicht eine Gruppenarbeit ist und du einfach nur alleine was machen musst, am Ende muss es einer aus der ganzen Klasse vorstellen, dann würde ich, wenn es ein Fach ist, wo du dich eh schwer tust, die 90 Minuten durchzupowern, dass du dann wirklich einfach sagst, okay, hey, weißt was, lese ich den Text halt nicht oder nicht so aufmerksam und poker den Präsidenten, dass ich nicht drauf drankomme, und dafür bist du dann in den anderen 70 Minuten richtig krass am Start. Deswegen seid da auch smart. Überlegt euch, okay, lohnt sich das wirklich, dass ich da jetzt mich voll mit diesem Text auseinandersetze, der sowieso nicht abgefragt wird und keine Ahnung was? Oder ist es nicht viel sinnvoller, dass ich in den anderen 70 Minuten voll am Start bin, den Stoff mega verstehe, mich immer melde, super Verhältnis mit dem Lehreraufbau und so weiter. Deswegen seid da smart, wo ihr eure Energie reinsteckt. Ihr seid keine Maschine, auch wenn wir öfter mal nahe dran sind. Deswegen seid euch da wirklich bewusst, wie es am sinnvollsten, deswegen ja auch Abiturathleten, ja auch als Athlet kannst du nicht die ganze Zeit nur durchrennen, sondern musst halt auch mal Pausen machen. Und wenn es innerhalb der Doppelstunde vonnöten ist, dann mach's auch da. Deswegen abschließend habt ihr euch ja gewünscht, ab jetzt immer nochmal eine Zusammenfassung des Videos. Deswegen erstens, erster Tipp, lern die Doppelstunden zu lieben, statt sie zu hassen. Zweitens, ganz dicht daran gefolgt eigentlich, und zwar, ja, freu dich einfach auf diese intensivere Auseinandersetzung. Das ist einfach super, super wichtig, dass du einfach Spaß dran entwickelst. Drittens, vereinbart eine Pause mit dem Lehrer. Total, total, total wichtig. Wem ist übrigens aufgefallen, dass ich schon viertens gezählt hatte? Viertens, bau dich eine Performance Base. Und fünftens, abschließend noch, manage eure Energie. In diesem Sinne, denk an die eine Sache, die am allerwichtigsten ist. Und zwar, dass ich immer an dich glauben werde. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.